Hallo zusammen, Ramazzotti zurück mit Dark Souls 3, Ashes of Ariande. DLC, sechster Teil. Wir sind hier immer noch in der Grube der drei schweren, abgefuckten Kackritter, die ich aber mit unglaublichen Skills gelegt habe im fünften Teil. Und wir haben keine Flasks, nur die Hälfte der Energie und haben noch ein paar Brocken vor uns, deswegen muss ich wohl oder übel zum Bonfire. Was meine Stimmung nicht gerade aufhält. Aber das Leben des Ritters ist ein schwieriges. Und somit bleibt uns keine andere Wahl. Ich habe zwar schon dicke Eier, aber so dick sind die dann auch wieder nicht. Gut, wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Weg ist, wären wir auch schon mal ein Stückchen weiter. Egal. Oh, das sieht gut aus. Aber alles halb so wild. Der Rest ist eigentlich eh nur Kanonenfutter. Kann man auch mal sterben. Haben wir schon gesehen. Aber ich werde es zu verhindern wissen. Vielleicht. So. Zack, einmal aufgeladen. Und zurück, Marsch. Schönen guten Tag. Ich bin der Testos. Teron. So. Und los geht's. Wir müssen zurück an die Stelle, in der wir auch im fünften Teil schon waren, wo nochmal ein Rudel Wölfel auf... Wölfel. Nochmal ein Rudel Wölfe auftaucht. Und da sind dann auch nochmal drei schwere Ritter. Mal schauen, wie wir mit denen klarkommen. Und dann geht's auch schon zur Ariandel Chapel. Ja. Ich habe auch kein gutes Timing auf die Typen. Ja. Ich kenne ihn schon, wer beschießt mich jetzt hier? Ja. Nein, ich bin dämlich hoch 10. Ja, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Tschö. Wir hatten das Vergnügen schon mal. Muss nicht nochmal sein. Werd ich bekloppt. Wir haben doch keine Zeit. So. Auf ein neues. Ich habe sicher keinen Nerv mehr auf die Gestalten hier. Die sind echt leicht nervig, ey. Wie gesagt, ey, two hits und weg. Aber ja, hier sind wir schon. Sehr gut. Da kommen wir. Den da unten können wir. Oder liegt da noch was? Nee, da war ich ja schon. So. Ach, ja. Ich mag Wölfe eigentlich. Mir tut es jedes Mal irgendwie in der Seele weh, den auf den Sack zu geben. Aber gut. Ich habe es mir nicht ausgesucht. So. Überraschungsangriff Teil 2.
Ach, meine Seelen, verdammt, die liegen ja auch noch da. Die habe ich ganz vergessen. Ja, finde ich gut. So muss das sein. Ach, hier. Oh, eine schöne fette Waffe einkassiert. Ah. Wo haben wir sie? Finde ich jetzt im Leben nicht mehr wieder. Auch so eine Sache, ne? Sucht man sich immer einen Wolf. Das ist übrigens der Earthseeker. Ich bin kein Achse-Experte, aber ich gehe mal davon aus, dass sie relativ gut abgeht. Brauche auf jeden Fall Level 15 Face, um die Waffe benutzen zu können. Bin ich noch weit von entfernt, beziehungsweise habe ich nicht drauf geskillt. Aber ich denke, die kann einiges. Von daher für all diejenigen, die gerne mit der Axt rummachen, auf jeden Fall ein Tipp. Versuch ist es wert. So, wo haben wir denn jetzt das Ding, das Gerät hier? Boah, ich bin bekloppt. Ich finde hier nie was. Nie. Und das hier ist ja übersichtlich, ja. Das könnte noch voller sein. War das der Gargoyle Flamehammer? Kann das sein? Oder, ne, der Quakestone Hammer. Ja, ich bin kein Hammer-Experte. Auch nicht. Aber auch hier wäre es auf jeden Fall mal wert, das Ding auszuprobieren. Ich denke mal, von der Stärke her sollte er ordentlich Kabums machen. Wird entsprechend langsam sein, kann man von ausgehen. Aber wie gesagt, ein Earthquake gewinnt auch noch mit dabei. Von daher, schaut es euch mal an. So, jetzt haben wir noch zwei Kollegen hier in der Ferne. Da ist Kollege Nummer 1. Ja, komm her. Ah, Junge, mach mal was schneller. Ich habe keine Zeit. Ja, genau. So, ich mache jetzt hier. Ich versuche zumindest nicht lang rumzumachen mit irgendwelchen Parry-Actions. Dafür ist es hier einfach zu eng. Es sei denn, der andere stimmt passt. Tut er natürlich nicht. Okay. Nummer 1 gelegt. Bleibt naja über. Das Problem ist natürlich auch, fällt man hier runter, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber dann wird man wahrscheinlich bei den drei Brüdern aus Fendo landen. Was dann auch wieder relativ uncool ist. Ja, ist klar. Ich sehe nothing. Ach, Alter. I hate it. Man könnte natürlich auch einfach vorbeirennen. Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. So, jetzt muss ich den Fuck-Aufzug nochmal holen. Ach ja. Ja, wie gesagt, der DLC ist recht kurz, recht überschaubar. Ist aber trotzdem meines Erachtens definitiv empfehlenswert. Kann sich ein bisschen damit vertrösten, dass ja noch ein zweiter DLC kommen wird. Und dann schauen wir mal, was der so bringt. Bisschen schade. Er hätte noch das ein oder andere Geheimnis, was man hätte aufdecken können, hätte dem DLC hier nicht
Wäre nicht verkehrt gewesen. Denk so an den Aufzug gerade. Kann man nicht mal ja, was Schönes einbauen. Es war auch ein alter Hut. Stimmt schon. Aber ich habe es irgendwie vermisst. Ach der. Sie rennt darum. So. Na, der hat sich schon verabschiedet. Sehr gut. Komm her. Nee. So, wahrscheinlich immer genommen. Das ist wahrscheinlich nicht die verkehrteste Lösung. Hilft uns natürlich nichts, wenn wir wieder runterfallen. Aber warten wir mal ab. Ja. Nein. Du dreckiger Sack. Puh. Nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass ich dabei noch Zigarette geraucht habe. Ist kein Scheiß. Gut zugeben. Gezogen habe ich nicht an die Kippe. Ich werde verrückt. So, jetzt. Alter Schwede, Junge. Jetzt sind meine Seelen alle weg. Ich raste aus. Ach ja. Fuck, 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 fuck. Verdammt, ey. Der erste war nicht schlecht. Hat zwar lang gedauert, aber war cool. Ja, schade, schade. Egal.
So. Jetzt geht's rund mit dem jungen Hund. War das hier eigentlich richtig? Wahrscheinlich nicht. Nein, falscher Weg. Mir geht das gerade leicht auf den Sack. Nur leicht. Kann das eigentlich sein, dass... Hallo? So. Abgefuckte Ritter, die dritte. Naja, fuck sie. Der verfickte Bogenschütze. Nein. Ja. Sieht gar nicht so schwierig aus. Ah, schön. So. Haben wir das auch hinter uns gebracht, sehr schön. Ja, ein bisschen schade mit den Seelen. Aber egal, wird trotzdem gut. Hier nochmal eine Art Shortcut. Können wir den ganzen Dusel hier vermeiden, wenn wir nochmal hier lang müssen. So, und jetzt geht's auch schon von hinten bzw. von unten zur Ariandel Chapel. Scheint so ein bisschen, als ob das hier auch quasi das Epizentrum dieser eigenartigen Geschwulste ist. Ja, geil. Das ist auch so. Habe ich irgendwas, was das stoppt eigentlich?
weg. Okay. Ja, super nervig hier, der Bloodloss. Müsst ihr echt drauf achten. Es geht ziemlich schnell. Und ihr könnt euch verabschieden. Ich bin da auch echt überhaupt kein Freund von. Bin mir nicht sicher, ob hier irgendwo eine Hidden Wall war. War. Ich meine eigentlich schon. Ja. Here we go, da geht's nach unten. Ist auch nochmal spaßig dort. Müssen wir aber ohne Zweifel uns antun, das Ganze. Aber bevor es nach unten geht, öffne ich erstmal die Tür zur guten alten Friede. Und schau mal nach, ob noch alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ach ja. Idealerweise können wir jetzt nochmal auftanken am Bonfire. Friede erzählt uns wieder ein vom Pferd. Bla bla. Bla bla. Leave us be, that sweet all thought of us from thy mind. Ja, die haben echt überhaupt keine Lust drauf. Und wollen Ariandel in ihrem Gemälde festhalten. Zumindest laut der Ramazzotti-Interpretation. Die Fachwelt ist sich da noch uneins. Aber ich glaube, das kommt ganz gut hin. Und gut, jetzt hätten wir uns das eben mal sparen können. Hätten wir einfach durchrushen können. Aber was soll's. Ist ja gar nichts für mich hier, ne? Dieser ganze Fliegenkack. Aber hilft nichts. Ab nach unten. Zu unseren Freunden der Geschwulsten. Schwulst, Schwulst. So, eins. Ich habe noch nie gezählt, wie viele hier unten sind. Es sind auf jeden Fall einige. Zwei Stück haben wir. Nein, nein, nein. Ja, genau. Es ist grauenvoll. Ich habe auch schon wieder aufgehört mitzuzählen. Ist ja wurscht. Ach, Freunde. Nein, 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 nein. Ah,
ekelerregend hier. Ekelhaft. Ach komm schon. Wo bist du denn, mein Freund? Ja, meine. Oh ja. Ach komm. Ja, das Einzige, was man hier raten kann, ist letztendlich irgendwie zumindest mit halbwegs mit einem Plan hier durchzurennen. Irgendwie außen sich vorzutasten und nicht blindlings hier durchs Areal zu rennen. Um eben halt so wenig wie möglich zu triggern. Damit man die nicht alle gleichzeitig im Hals hat. Ja, ist klar. So, ein Blood Jam. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, was sie da auskotzen. So, hier ist einmal das Rüstungsset von Wilhelm. Das war der NPC kurz vor Ariandel beim Bonfire zum Snowy Mountain Pass. Ja, der Bloodlust ist echt super nervig. Nimmt irgendwie auch nicht wirklich ein Ende. Ich glaube, jetzt hat er es. Ja. So, ja, Blood Jam haben wir, Wilhelms Rüstungsset haben wir und dann wird genau dieser Schalter hier aktiviert und öffnet uns das Gate zum Endgegner. Zu Friede und Co. Ich finde das sensationell. In der Zwischensequenz passiert ja quasi nichts. Ja? Aber man zieht es trotzdem auf gefühlte 7 Minuten. Aber egal. Door is open. So sieht's aus.
Seeking Fire. So. Hier gibt es aber auch noch irgendwo eine Hidden Wall. Wenn ich nur wüsste, wo. Ah, hier war der Eingang. Na, come on, die müsste hier. Oder war sie hier? Ich weiß nicht. Ja, das macht keinen Sinn hier. Die Seite macht generell eigentlich nicht wirklich Sinn. Ich meine, das war hier auf der Seite gewesen, rechts vom Eingang. Schauen wir nochmal. Vielleicht auch hier bei. Oh, nee. Yeah! Very nice. Und ein Twinkling. Ah, sogar zwei Twinklings. Ah, Papier, mein Freund. Mal gucken, was sie geben. Ja. Twinkle, twinkle, little star. Und noch einer, sehr gut. So. Hier unten geht es einmal zur Boss-Area vom, ja, optionalen Boss, wenn man so will. Und bevor es aber komplett runter geht, findet man noch, ich meine, eine Pyromancy. Das schauen wir uns dann aber in einem der nächsten Teile an. Und die andere Option ist, logischerweise wieder zurück nach oben zu gehen. Zur Friede. Und dort kann man sich dann, wenn man Bock drauf hat, den Endgegner geben. Und ich sag schon mal, für mich wirklich übergreifend einer der schönsten Bosse und Bossfights. Einer der, ja, überraschendsten und definitiv einer der schwersten. Also ohne Frage. Und wenn man dort alleine hineingeht und sich den gibt, dann kann es frustrierend sein natürlich, je nachdem wie oft man stirbt. Aber irgendwann, über kurz oder lang, kommt der Moment, wo man noch den Endgegner legt. Und super geiles Gefühl. Wird mir auf jeden Fall lange in Erinnerung bleiben. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis der Ramazzotti den legt. Denn, wie gesagt, wir haben noch das Gebiet hier weiter unten. Wir werden die Hängebrücke zerstören, wegschlagen und uns dann nach unten begeben. Und uns den optionalen Boss als ersten geben und dann zum schönen krönenden Abschluss der Friede einen Besuch abstatten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im 7. Teil Dark Souls 3 Ashes of Ariandel. Bis dann, euer Ramazzotti. Ciao, keep gaming.